Und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf Bergmann mit mir, dem Marc. Ja, wie gesagt, hat der endlich Licht? Hat er nicht? Boah, der Ding hat kein Licht. Wow. Ja, wir werden jetzt gucken, dass wir ein bisschen produzieren für unsere Kühe. Ach, Kühe. Für unseren Hofladen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich das eine oder andere produzieren. Ich werde nochmal gucken, ob ich nicht noch sowas kriege wie so ein LKW oder sowas. So ein kleiner LKW wäre geil. Mit Pritsche oder so, fände ich ganz angenehm, denke ich mal. Oh, da ist eine Kante drin. Müssen unbedingt mal ausperronieren. Das geht ja gar nicht. Schließlich Haus, wie viel ist denn da? 2000, ist doch gut. Dann würde ich mal sagen, lassen wir mal voll laufen. Hätte ich immer sowas wie so ein die Kaufladen drin oder so? Klärung. Biodiesel. Eierpackstation. Käseherstellung. Detail an sich. Lab und Milch. Käsekammer. Könnte man ja eigentlich gleich auch schon mal Käseherstellung. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt hier noch 1000 drin. Das hört sich an, als würde einer pinkeln. Der ist ja weit gekommen mit seinem Putt-Putt. Ich würde jetzt gleich gerne den Fett haben mit Palettengabel oder so, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich gleich meinen Lab dran komme. Oh. Etwas suboptimal. Weil, wir müssen mal kurz gucken. Map. Hühnerfutter, Naturlab. Bekomme ich im Fass. Eierkartonpaletten. Rotkohlsetzlinge. Kartoffel. Kopfsalatsetzlinge. Transportbox, Holzbox. Transportgitterbox. Das reicht, wenn wir uns gleich zwei, drei Naturlab kaufen. Halt. Was haben wir denn für einen Anhänger? Ah, den großen. Den großen haben wir. Halt zurück. Kurz gucken, ob wir eine Schaufel herbekommen, denn irgendwo muss ich jetzt gleich das Naturlab mitkriegen. Und dass ich hier eine Schaufel habe. Ja, habe ich. Achso, schön. Und hier wollen wir unsere Palettendings hinstellen. Urlaub müsste doch da eigentlich reinpassen in den Karton. Nehmen wir gleich zwei, drei Kartons mit. Jetzt werde ich noch gucken, was oben unsere Setzlinge da brauchen. Ah, ich muss ja erst den Anhänger holen. Und unsere Setzlinge, unsere Kartoffel, ne, Grünkohl und die ganzen Krimskrams. Wenn wir da wirklich die ganzen Setzlinge und die ganzen
Paletten und so weiter für brauchen, dann sollten wir uns doch mal überlegen, ob ich nicht mal gucke, dass ich zur nächsten Aufnahme leite. Ach, was mache ich denn heute, Mark? Bleib doch mal bei der Sache. Ob ich nicht mal zum nächsten Aufnahmeterminchen. Gibt es den Milch eigentlich auch noch in was etwas bequemeren? Kotte Universal Pack. Was ist denn? Hallo Kotte. Dau. Ne, gibt's denn nicht? Denn die können, obwohl die können auch Milch laden, oder? Grundsätzlich können die auch Milch laden. Das heißt, habe ich davon einen über? Hinten steht nur noch der Große. Hier steht auch der Große. Ich habe unten doch einen stehen, oder? Das ist doch einer. Den müsste ich doch eigentlich leer machen können. Dann müsste ich doch gucken, ob ich da die Butter, die Milch reinkriege. Ja, ich müsste doch hier so ein Wasserdingsteil haben. Lager. Kram. Können wir funktionieren. Das Ding muss ja nur da rein. Ach, leck mich doch mal schön. Läuft hier heute. Ich hab's heute aber auch drauf, ey, leck mich doch mal schön. Ich darf vor den nächsten Busch reinfallen. Füllen wir das? Sieht zwar noch nicht so aus. Achso, Wasserbecken gefüllt. Na gut, geht doch damit. Habe nichts gesagt. Wenn das nämlich funktioniert, wäre das nämlich richtig geil. Ich gebe jetzt mal kurz einen Schluck zu trinken, wo ich schon mal kurz ein Minütchen Zeit habe. Leere Flaschen hier stehen. Jetzt nicht kleckern, aber eine gute Tastatur. Gibt nämlich eine große Sauerei. Weiß nicht, ob so ein Glas Ginger Ale auf der Tastatur tut sich garantiert nicht allzu gut. Und machen wir das Ding mal voll. Erstmal gucken, ob das überhaupt geht. Wer das? Weg da. Komme. Wenn das nämlich funktioniert, wäre das geil. Es funktioniert echt. Da muss jetzt ja nicht allzu viel drin sein, aber wir können das zumindest mal testen. Hier wird Butter produziert. 9 Stück. Was ist, wenn ich jetzt mal eine Stunde vorspule? Passiert da was? Oh ja, passiert was. 178 Liter. Ich glaube aber mehr passiert da auch nicht. Nein. Er passt ja dann nicht so. Wie viel haben wir denn hier geschafft jetzt?
Ah, der macht das schon. Ich schaue mir das später an. Das ist hervorragend. 1900, das geht gut, gut. Weil dann könnten wir nämlich theoretisch jetzt eben den Träger tauschen. Ich möchte jetzt nicht mit dem Großen fahren. Ich vor allen Dingen nicht weiß, wie eng das da oben gleich wird. Und vor allem, ich muss ja auch noch das Lab abholen. Da möchte ich ja auch 3 für 1 mitnehmen. Deswegen möchte ich auch gleich den Schlepper dazu haben. Pack mal das Pipi mal hier. Haben wir nämlich jetzt dann Käse, Butter, Äpfel und Grünkohl und den ganzen Krimskrams, da gucken wir auch noch nach. Wie gesagt, ich habe hier jetzt heute Abend ein bisschen Zeit ist betrieben. 1900 irgendwas, das sind drin. Mal gucken, vielleicht kaufen wir uns noch 1, 2, 3 Kühe oder so. Jetzt müssen wir aber erstmal eben zum Hof, obwohl eigentlich können wir das doch. Hof. Händler. Abfahrt einstellen. Sag mir, wenn du da bist. Und wir werden jetzt mal eben ganz kurz bei unserem Gemüse da oben gucken, was die denn da oben eigentlich alles benötigen. Das da an. Gemüse an. Was ist das da? Baugrund, genau. Und das ist nachher noch eine Kuhweide, genau. Besuchen Gemüse. Marx Gemüse-Imperium. Genau. Rotkohlsetzlinge, Wasser, Erzeugnis, Rotkohlkopf. Rotkohl. Rotkohl. Also brauchen wir auf jeden Fall Wasser und das auch nicht gerade zu knapp. Wenn ich das mir mal so angucke, dann haben wir jetzt, was haben wir hier? Weißkohl, hier brauchen wir dann die Weißkohlsetzlinge. Genau, dann brauchen wir das hier wahrscheinlich auch, genau. Und hier haben wir dann Kopfsalat. Kopfsalat benötigt. Kopfsalat, Mist, Kompost und Wasser. Ich glaube, wir müssen uns echt mal überlegen, ob wir uns nicht irgendwie so einen Anhänger oder so zulegen. Oh, halt. Was braucht der denn? Mist, Kompost und Wasser. Grundsätzlich alles kein Problem. Hätten wir alles. Ich werde aber wahrscheinlich jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen. Und dann werden wir hier gleich mal ein bisschen vorbereiten. So. Genau. Jetzt kann er hier abfahren. Lassen wir jetzt vorsichtig hier weiter. Das heißt, wir brauchen jetzt halt... So, wir machen jetzt einmal speichern. Lock auch noch gut, das ist hervorragend und wir brauchen jetzt das Lab. Da haben wir uns ja gedacht, da wollen wir 3 Kanister von haben. Lab einmal, zweimal, dreimal. Zack, da fahren wir mit dem Baby noch einen Zentimeter vor. Weil ich möchte auch nicht allzu weit laufen mit den ganzen Kanistern. Handlich. Die scheinen aber ein bisschen schwerer zu sein, weil die Schippe geht nämlich dann runter. Oh! Ja, ich habe gehört, man soll das Lab gut schütteln, bevor man es verlädt. Oh, geht's ab. Party hard. Oh, ja, da soll man richtig gut schütteln, habe ich gehört. Das ist richtig gut. Da können wir endlich noch 2 mitnehmen, oder? Dann haben wir eine komplette volle Schaufel und so teuer das Lab jetzt auch nicht. Und nochmal 40 Euro für Lab ausgegeben. Zack. Und... Zack. Sehr spontan. Genau.
Und ich habe gerade gewundert, was ist los. Aber mein Timer hat gesagt, die Folge ist vorbei. Das heißt, es ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden jetzt gleich sehen, ob ich schaffe, das Lab dahin zu bringen oder alles Mögliche. Oder ob ihr gleich alles kreuz und quer anpflicht. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Danke. Ciao.